Herzlich willkommen zu Autospielen und der zweiten Staffel von Zeig den Hobel. Es geht endlich wieder los. Die viel zu lange Winterpause ist endlich vorbei. Und wir können in die neue Saison mit euch starten. Das freut uns sehr. Und vor allen Dingen freut es uns das, weil wir ein paar kleine Neuerungen mit euch vorhaben. Ihr seht es schon, wir fangen nicht in dem Auto an wie ganz normal, sondern wir fangen jetzt außerhalb des Fahrzeugs an. Und die anderen Neuerungen, die kriegt ihr wahrscheinlich mit, wenn ihr das Video aufmerksam guckt. So, und wir fangen an mit einem wunderschönen Auto, wie ich finde. Und mit Felix. Hallo Felix, hi. Schön, dass du da bist. Hi. Sag uns, was hast du mitgebracht? Das ist ein Ford Focus RS, Baujahr 2009. 2,5 Liter Turbo. Ja. Volvo Motor, Volvo Getriebe. Ja. Umgebaut im letzten Jahr für einen Ring. Okay. Also ich fahre eigentlich jetzt auch nur noch hier oben. Vorher komplett Basis gefahren, also Serienauto, fahre auch Serienleistung und habe angefangen mit dem Käfig, das war so ursprünglich das allererste, was ich gemacht habe. Dann Rad-Reifen-Kombination und dann fängt halt der ganze Rattenschwanz an, weil dann, wenn man die Rad-Reifen-Kombination gemacht hat, dann merkt man, die Bremse packt es nicht mehr. Ja, ja. Dann musste Bremse umbauen. Dann habe ich die Abgasanlage noch umgebaut, da ist jetzt eine Miltec-Anlage drunter. 200 Zellen Cut von HJS mit Downpipe. Also jede Menge. Ja, von A bis Z. Ja. Ich bin aber, naja, noch nicht ganz fertig. Ja, so ein Auto wird nie fertig. Nee. Lass mal einmal rumgehen. Ja. Also ich sehe schon, du hast Bremsenkühlung. Genau. War mal Ex-Nebelscheinwerfer. Das waren ursprünglich mal Nebelscheinwerfer, genau. Und jetzt nicht mehr? Nee. Und dann Schlauch direkt an den Sattel bzw. an den ganz ran geht nicht, weil die Vorderachse durch diese Revo-Knuckles, das ist ja die Vorderachse aus dem Rallye-Auto, ist die sehr klobig, sehr groß. Das ist ähnlich wie ein Doppelquerlenker aufgebaut und du kommst nicht ganz ran an den Sattel. Das heißt, ich bin jetzt etwas weiter vorne im Rathaus. Geht aber auch. Ja, ja, okay. Will ich noch ein bisschen optimieren, aber so funktioniert es. Okay, also Sattel oder Scheibe, ne? Eins von beiden. Meistens ja irgendwie auch. Ja. Ist ja auch egal. Ja, sehr geil. Revo-Knuckle, da reden wir gleich nochmal drüber. Ja. So, Farbe weiß. Genau, Originalfarbe Frostweiß heißt es, glaube ich, bei Frostweiß. Ford. Genau. Okay, alles klar. ATS GTR. Genau, in 9,5x18. 9,5x18 rundum. Alles klar. Das ist was für eine Reifendimension fährst du dann? 2,65? Das ist jetzt noch ein 2,65er. Allerdings haben wir das Fahrwerk jetzt auch schon so abgestimmt, dass ich danach, weil der ist bald fertig, auf den Cup 2 steige. Also mich okay, alles klar. Genau. Theke, original? Theke, komplett original. Das Einzige, was hinten verändert ist, ist im Prinzip der Heckscheibenwischer, den man ja nicht braucht. Ja, genau, gecleant. Genau, der ist gecleant, da ist einfach nur ein Glasstopfen drauf. Schick. Und eben die Abgasanlage, die Intro sind ja so auch nicht original, das ist eben die Miltec-Anlage. Ja, okay, cool. Geil, geil, geil. Ja. Das sieht super brachial aus, das Ding, ne? Ja. Also, ich habe den gekauft 2014 und habe überlegt, E46 M3 oder Focus RS. Ja. Und E46 ist ganz schwer, was Vernünftiges zu kriegen, weil du musst wirklich ewig lang warten. Und ich habe über ein Jahr gesucht und gemacht und dann habe ich den gefunden und das Preis-Leistungs-Verhältnis war sensationell. Ich habe gesagt, dann muss ich ihn nehmen. Okay. Was hast du bezahlt? Knapp 20. Knapp 20. Kriegst du jetzt auch nicht mehr für den Preis. Nee, nee. E46 also, aber schon gar nicht mehr. Das ist leider rum. Da gab es dann viele, ich sag mal, müde Autos, wo du viele hättest reinstecken müssen. Ja. Und M ist dann auch nochmal vom Unterhalt und von den ganzen Sachen auch nochmal eine ganze Stange teurer. Ja. Und von daher habe ich gesagt, machen wir es so. Okay. Ja, manchmal hat man Glück. Ne? Manchmal findest du ja immer noch Ausreißer irgendwie. Ja. Aber da muss er halt auch ganz schnell sein, ne? Ja. Sonst sind die weg. Ja. Ein mega krasses Auto. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, wenn das, also vor, ich weiß nicht, sag mal, vor 20 Jahren oder so, war sowas im Riga-Katalog, ne? Ja. Von der Optik her. Ja. Und jetzt ist das einfach Standard. Aber ich feiere es total. Gibt es auch zum Glück nicht so ganz so oft so Kisten, die eigentlich nicht so ganz in den Straßenverkehr passen. Was mir im Moment gut gefällt, ist der Type R, der neue. Ja. Der ist ja auch anders. Mhm. Und du siehst es dem Auto halt einfach so an. Der kommt so aus dem Werk, ne? Das ist schon geil, ne? Mhm. Und dann gab es ja noch den RS500. Genau. Aber den hast du dann auch nochmal zwischen Daumen und Zeigefinger anders gefühlt, ne? Ja. Ja. Wobei die Veränderungen nicht groß sind zum Auto als solches. Ja, okay, alles klar. Ja, geil. Lufteinlässe auch Serie, ne? Das ist original. Die sind nicht original. Aerocatch natürlich nicht original, ne? Genau. Ja, alles klar. Hammerding, ey. Weiß steht dem auch richtig gut, ne? Weiß oder blau? Grün fahren zu viele. Ich wollte. Aber blau ist noch seltener zu finden. Weiß ist die zweitmeist gebaute Farbe. Und blau ist am seltensten. Aber der war jetzt weiß und ich bin auch super zufrieden damit. Ja, mega. Ja. Mega geiles Teil. Ja, ich freue mich sehr, dein Auto fahren zu dürfen. Und ich würde sagen, wir setzen uns einfach mal rein. Und dann gucken wir mal, wie so ein Ding fährt.
So, wir sind angekommen im Ford Focus. Oh, einfach wieder reinkommen hier, ne? In den ganzen Bums. Ich muss mal noch einen Gurt verstellen, aber du kannst mir mal sagen, was hier im Innenraum anders ist, weil die ganze Serie ist er ja nicht, ne? Nee, das ist richtig. Wie gesagt, der Ursprungsumbau fing ja an mit dem Käfig. Ich hatte auch erst nur einen Bügel bestellt. Ja. Und ich war noch nicht ganz zu Hause. Dann habe ich mit Wiechers telefoniert, sag ich, wir müssen das ändern. Wir brauchen einen kompletten. Und dann fing das an. Dann, ja, okay. dann war der Käfig da. Dann sag ich, Käfig kannst du nicht machen, wenn noch Dachhimmel und Fußboden drin sind. Hier Teppich. Ja. Sag ich, muss das auch noch raus. Ja. So, und so fing das an. Dann habe ich überlegt, was machst du mit dem Sitzen? Ja. Grundsätzlich ist der Pole Position ja eigentlich so die Alltagswaffe, ja, sag ich mal. Ja, genau, 0815 Variante. Richtig, und dann war ich aber eben auf der Messe und habe ein paar Sitze Probe gesessen und der hier gefiel mir halt einfach eben von der Sitzposition am, ja, besten. Dann habe ich Sitze gemacht mit den Wiechers Konsolen komplett. Ja. Habe hier die ganze Elektronik ein bisschen angepasst. Ich habe den Mitteltunnel quasi komplett rausgesetzt, okay, rausgebaut. Habe den Startknopf von der Zündung hier hochgesetzt. Okay. Habe das Navi rausgesetzt. Habe hier oben den Hauptschalter reingebaut, okay, weil ich eine kleinere Batterie fahre. Wesentlich kleiner. Ja, okay. Lithium-Ionen, ne? Genau, habe hier unten noch. Deswegen kann sie auch liegen, weil normalerweise, ja, ja, bei den, ja, ganzen Bleigel-Dingern, die kannst du ja nur stellen und die kannst du ja bauen, wie du willst. Die liegt vorne. Feuerlöscher haben wir noch. Gurtmesser habe ich noch dazu getan für die Sicherheit. Safety first, genau. Genau. Und jetzt zu guter Letzt dann eigentlich das Lenkrad noch. Ja. Gurte kamen parallel zu den Stühlen. UMP. Genau. Ja. Dann habe ich die Türverkleidung noch rausgemacht, weil das mit dem Käfig hier vorne auch ein bisschen Press war. Ja. Und dadurch, dass ich noch normale Glasscheiben fahre, habe ich im Prinzip einfach nur eine Hartschaum, also eine Kaltschaumplatte, ja, ja, hier drüber, ja, gemacht, ja, 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 weil hier drunter ist das ganze Blech mit Fensterheberwerk, ja, und das ist alles so offen. Ja, ja, da, ja, kann man, ja, sich, ja, dann leichter noch verletzen, als wenn man einfach uns sieht, halt auch, ja, wesentlich, ja, ja, schöner, ja, aus. Ja, ja, ja. Weil Carbon geht erst dann, wenn ich die Scheiben rausschmeiße, weil dann Fensterheber rausfliegen, die bauen, okay, sehr dick auf, mhm, und dann kommen auch andere, aber das, okay, hat noch einen Moment Zeit. Baumarkt regelt. Genau. Ja, wunderbar, dann schmeißen wir mal an den Kahn. Kupplung, Bremse, genau, und lange drücken. Schon los. Wiechers Konsolen, hast du gesagt, ne? Die Grundkonsole mit Laufschiene ist von Wiechers, ja, genau. Man sitzt ja relativ hoch. Kommst du da mit einem... Das geht. Jetzt zum Glück, weil ganz am Anfang mit dem originalen Recaro Sportster CS, der drin ist, sitzt du noch wesentlich höher. Ja, okay, und dann schlägst du... Dann schlägst du sehr oft einen Helm oben an. Ja, ja, das ist super. Ja. Und ich wollte eigentlich noch tiefer, also auch ohne Laufschiene dann, ja, gerade auf dem Fahrersitz, weil da sitze in der Regel ich. Ja, ja. Dann sagt aber der TÜV-Freund, genau, ja, ja, okay, das machen wir nicht. Nee, und von daher bin ich da auf die, ja, ja, offizielle Variante gegangen. Nee, nee, legal ist schon besser auf jeden Fall. Und ich bin ja jetzt auch kein Sitzriese, also bei mir geht's. Ja, ja, nee. Nee, es geht auch so, ne, ist kein, nee, Thema. Also, nee. Ja, ist ein sehr aufgeräumtes Auto, ne? Ist schön, hast du richtig schön gemacht hier mit dem Hauptschalter und so, das ist echt, sieht gut aus. Dankeschön, viel, viel eigentlich in Eigenregie zu, ja, Hause, sag ich mal so, in, abends mal in eine Werkstatt gegangen, mal, ja, ein bisschen was überlegt, ein bisschen gebastelt. Beziehungen aufgebaut. Genau. Wunderbar. Ja, so muss das sein, perfekt. Ja, bevor es in die Kurven geht, versuchen wir mal ein bisschen durchzusprechen, was hier eigentlich so drin ist. Fahrwerk? Genau, KW Clubsport. Ja. Eingestellt jetzt auch endlich mal. Ja. Mit Unibaldum-Lagern komplett. Ja. Sturz an der Vorderachse so viel wie geht. Okay, das damit heißt auch der Reifen funktioniert. Vorne 2,55, also 2,55, ja, Grad. Und hinten 2,1 Grad. Ja, okay. Also 2 Grad 55 Minuten. Oder? Genau, ja, genau. Okay, also. Und das passt jetzt soweit auch mit den Federal FZ201, ja, noch. Wie gesagt, der nächste ist dann Michelin Cup 2. Ja.
Sperre und ansonsten Vorderachse sind Serie. Also okay. Im Prinzip die mechanische Quallsperre. Genau, Quallsperre, ja genau. Genau, das ist noch komplett Serie. ATS GTR in genau. 9,5x18. Ja. Ich weiß nicht, was haben wir sonst vom Fahren her noch gemacht? Software ist gar nicht, da ist er komplett Serie. Okay, also Motor generell von den Innereien und alles Serie? Das ist komplett Serie. Lader-Serie. Lader-Serie. Ja. Die Downpipe ist geändert, da ist eine 3 Zoll Downpipe drin. Genau, das hast du ja erwähnt. Ne? Genau, mit 200 Zellen mit Metallcut von HLS. Ja. Die Ansaugung ist von Moantune, das ist ja der Werkstuner. Genau, der Haus-Hoftuner von Ford. Die ist auch, das ist auch die gleiche wie im RS500 in dem limitierten. Ah, okay. Und es ist ja eigentlich quasi auch fast ein originales Vorteil. Dann machen wir mal ein bisschen Kapelle. Ah. Das ist schön, ne? Ja. Der Schubumluftventil ist geändert. Einfach auch so ein bisschen fürs Geräusch. Ja. Abgasanlage ist eine Miltec. Ja. Die ist jetzt noch human, das geht auch lauter, ja. Aber so sind wir schon ganz gut unterwegs. Ja. Aber hört sich so satt an, ne? Ja, sehr klar der Klang. Und Temperatur hat er natürlich. Ja, so. Natürlich. Ölldruck passt, Temperatur ja, alles ist da. Unter Kontrolle. Ja. Ah, ein mega Auto. Und ein Motor von das Volvo tatsächlich, ne? Das ist fast ein komplettes Volvo-Auto. Ja, das tatsächlich. Ja, das Getriebe ist auch Volvo, meines Wissens nach. Der Motor ist Volvo. Gut, die Sperre ist Quaif. Okay. Und alles andere ist dann größtenteils Ford. Okay. Im Vergleich zum neuen S. Der ist ja eine komplette Ford-Eigenentwicklung. Ja, genau, der Vierzylinder, ne? Genau. Mit Allrad. Ja. Genau. Ja, und Allrad ist ja auch so ein bisschen das Stichwort. Die Leute haben ja damals so ein bisschen kritisiert, warum das Auto hier kein Allrad hat. Ja. Aber Ford hat ja gesagt, glaube ich, ist es durchaus auch Gewichtsgründe. Ja, ne? Ja, Weil du hast ja auch immer ein bisschen Allrad... Gewichtsbonus, sag ich mal. Diese Geschichte, also es wurde ja früher aber auch immer gesagt, ja, mehr als 200 PS Frontantrieb geht nicht klar, wegen Antriebseinflüsse und so, aber geht. Revo-Nackel regelt in diesem Fall. Ne? Revo-Nackel und Sperre in Verbindung, das funktioniert. Genau. Und der Motor bzw. die Antriebsart als solches vorne ist schon ziemlich schwer. Ja. Und dann ist eben der Faktor mit dem Allrad, der hätte es dann überschlagen, weil dann wäre das Auto jenseits von 1500 Kilo gewesen. Okay, ja. Und dann ist es einfach eben kein Argument mehr. Und so funktioniert es extrem gut für einen Frontantrieb. Ja, ich bin gespannt, ob ich da gleich was fühle von den Antriebseinflüssen. Ich gehe davon aus. Also Revo-Nackel reduziert ja praktisch einfach im Endeffekt den Hebelarm zwischen Lenkachse und Aufstandspunkt des Rades. Richtig, genau. Also dass du praktisch, dass der Hebelarm, wo die die Antriebskräfte praktisch dran reifen, genau, du hast geringer wird genau. Und dadurch weniger ne, Antriebseinflüsse im Lenkrad sozusagen. Richtig. Und das halt weniger Torx-Steer so. Ne? Das wirst du gleich auf jeden Fall merken, weil du gerade in den Kurven merkst, dass der gar nicht so viel am Lenkrad reißt, wie er eigentlich tun würde, wenn er das nicht hätte. Ja. Ja, mega, 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 mega. Und Alter, rein 5-Zylinder Turbo. Der Motor ist halt so satt. Berühmt ja damals eigentlich durch Audi, ne? Ja, also rein 5-Zylinder der Aufbau, ne? Ja. Hat aber nichts mit dem Audi-Motor zu tun. Nee. Wenn dann eher Volvo. Wie heißt denn gerade B525 oder BT525? Boah, das kann ich dir nicht sagen. Naja, egal. Das weiß ich nicht. Aber so hört er sich an. Ja. Das ist schon heftig, ey. Das ist schon heftig. Und Serie 305 PS. Genau. Wir hatten den mal gemessen, da war er ein bisschen drüber. Das ist aber auch so ein bisschen Temperatur und Druck geschuldet, Luftdruck. Da war er drüber, ich glaube bei 340, weil ja auch eben hardwaretechnisch gerade Ansaugung und Abgasstrang was gemacht ist. Ja. Da glaube ich zwar nicht so ganz dran. Ich denke, der hat vielleicht 310, 315. Okay. Aber ich denke, das lässt sich auch bewegen. Ah, ja, mega, ja, brutal. Das Drehmoment ist einfach, das tritt richtig zu. Ja, ne? Da waren es, glaube ich, laut der Messung waren es über 450 Newtonmeter. Ziehen wir mal ein bisschen was ab. Ich denke mal, dann sind wir über 400. Ja. An die Pedale muss ich mich ein bisschen gewöhnen, also zwischengasmäßig.
aber ja. Ja gut, okay, ganz frei von Antriebseinflüssen. Nein, dann nicht. ist aber auch mittlerweile der Fahrwerkseinstellung geschuldet. Okay. Weil gerade mit dem Sturz und den Spureinstellungen will der auch irgendwo hin. Ja, okay. Oh. Ja, kann er auch. Das können wir den ganzen Tag machen. Also das hat extremes Suchtpotenzial, ja, auf jeden Fall. So, 50, Bremse. Erzähl mal, Bremse ist Carsport? Genau, ich hatte ursprünglich die originale Bremse vom Ford Focus drauf, die meines Wissens nach damals von dem Volvo XC90 stammt, diesem großen SUV. Ja, okay. Deswegen ist die werksmäßig hinten auch schon ziemlich groß. Da gibt es, oder kannst du Probleme kriegen, dass er hinten auch überbremst. Ja, okay. Die habe ich dann runtergeworfen, einfach weil durch die Reifen das einfach alles zu viel Temperatur gekriegt hat und einfach vorne nicht mehr gehalten hat. Ja. Und jetzt ist drauf eine Carsport, 8 Kolben mit schwimmend gelagerten Scheiben, Paket RSL 29 heißen sie, glaube ich, ja. Belegen, 356 mm Durchmesser, Scheibendurchmesser. Ja, okay. Und die habe ich jetzt die ersten Runden getestet. 4-5 Runden bin ich jetzt gefahren mit der Anlage so und die funktioniert bisher sehr gut. Wunderbar, alles klar. Cool. Genau. Ja, wunderbar, ey. Mega. Du merkst halt im Moment noch so ein bisschen, dass die Bremse den Reifen noch überfordert, weil es einfach noch zu kalt ist. Ja gut, das kriegen wir hier natürlich jetzt nicht so wirklich raus. Nee, aber auf der Strecke merkst du es gerade so die erste Runde. Es ist schon relativ pur. Ja, mega. Aber das ist doch so schön, ey. Das gibt's doch gar nicht mehr. Wo alle zurückgehen auf 4-Zylinder und 2 Liter Hubraum. Ja. Ja, ist das auch einfach. Ach. Das Schöne ist, ich finde, es fordert den Fahrer auch. Ja, du musst schon wissen, was du tust. Ja. Ne? Also, das ist, ja, genau. Und du sagst auch, er ist sehr mobil im Heck. Ne? Er ist sehr mobil. Wir haben eine Gewichtsverteilung vor der Hinterachse von 64% an der Vorderachse, 36% hinten. Ja. Das macht ihn hinten relativ aktiv. Ja. Wir haben das mit der Fahrwerksabstimmung jetzt so gehalten, dass es hinten etwas neutraler wird. Ja. Er ist aber trotzdem noch sehr agil. Ja. Okay. Das merkst du besonders bei kalten Reifen und beim Anbremsen. Ja. Beim Anbremsen tänzelt er gerne ein bisschen. Ja, okay. Aber es ist auch mega schön, wenn ein Fronttriebler auch richtig ein mobiles Heck hat. Wie gesagt, das macht es ja eben aktiv. Ey, das ist mega, ey. Und das Drehmoment, Alter. Ja. Krass. Hammerauto, ey. Ist ein hydraulisches Lenkgetriebe, ne? Weißt du, ob es elektrisch ist? Ist elektrisch unterstützt. Ja. Aber fühlt sich gut an. Ich finde die Bedienkräfte sehr angenehm, muss ich sagen. Ja. Noch schön direkt. Du konntest auch damals sogar schon einstellen zwischen Sport und Normal, glaube ich. Also für Straße. Aber dieses Normale fährt sich eigentlich wie ein Bus. Also von daher. Ja, okay, alles klar. Von daher habe ich ihn immer auf Sport stehen. Runden gehen immer viel zu schnell vorbei, ey. Ja, das geht schnell. Ja, brutal. Zumal man sich eigentlich ganz zügig mit dem Auto einlebt. Ja, mega. Also an die Pedale muss ich ein bisschen mich gewöhnen mit Zwischengas. Ja. Da ist am Anfang ein bisschen der hier angesagt. Aber das ist ja auch eine Frage der Zeit. Ne? Da hast du es ja auch drin. Und so eine Eingewöhnungsphase ist ja auch ganz schön. Ne? Das stimmt. Aber der regelt dann noch ziemlich weg. Ja. Ja, aber die Traktion ist schon nicht schlecht, ne? Ja. Und überlegst, dass das an der Vorderachse ist. Ich meine, diese Revo-Nackel-Geschichte ist ja auch gut für die Traktion, ne? Ja, klar. Da auch ein bisschen mehr Traktion dadurch. Das ist schon... Wobei da ja eigentlich greifend eher die Sperre ist. Gerade Kurvenausgang. Ja, sicherlich. Aber es ist dann wahrscheinlich auch so ein bisschen die Kombination von beiden, ne? Ah, mega. Ja, das ist das erste Mal. Ich muss erstmal wieder ein bisschen reinfinden in die ganze Zeit die hohe Geschichte, das merke ich auch. Aber es ist natürlich wunderschön, mit so einem tollen Auto zu starten. Mega. Bei mir ist es jetzt das erste Mal, dass ich in der Kombination so auf dem falschen Sitz sitze. Ja, das haben wir ganz oft. Aber es ist mega schön. Gibt mir auch mega schöne Gefühle, wenn die Leute mir vertrauen und ihr Schätzchen mir praktisch in die Hand geben. Ja. Aber ich hoffe, bis jetzt war es okay, aber wir sind auch schon gleich wieder vorbei. Zu Ende gefahren hier schon wieder. Mein Gott, ein schönes Auto. Aber die Preise,
gehen auch nach oben, ne? Bei ja, das, auf jeden das sieht Fall, man ne? bei so einem umgebauten Auto wie jetzt dem hier. Da muss man ein bisschen gucken, was man nachher dafür kriegt, weil das muss auch einer zahlen wollen. Ja, ja, aber ich klar. sag mal, für ein Serienauto warst du vor 3-4 Jahren noch so bei knappen 20, ja. selten drunter. Und jetzt bist du eigentlich auch schon eher 25 aufwärts. Ja, alles klar. Je nach Zustand natürlich. Mega. Aber also Thermik, ein bisschen Thermikprobleme haben ja, wir, ja, richtig. Gerade Richtung Sommer, dadurch, dass wir keinen separaten Ölkühler, Ölwasserkühler haben, ja. dass das nicht getrennt ist, sondern nur über den kleinen Plattenwärmetauscher, der hinten am Getriebe angeflanscht ist, ja. habe ich im Sommer oder hat man im Sommer eben Öltemperaturprobleme. Das Wasser ja. schießt hoch, zieht damit auch das Öl mit hoch. Ja, okay. Beziehungsweise das hängt ja aneinander so gesehen. Ja. Und da kommt jetzt dann zeitnah Richtung Sommer dann eben noch ein Zusatzölkühler dabei. Ja. Okay, cool. Aber sonst machen die Motoren Probleme? Nö. Oder? Weil eigentlich sind die 5 Zylinder von Volvo der, ja eigentlich. Der, ne? der funktioniert. Es wird wahrscheinlich irgendwann mal ein Lader um die Ohren fliegen. Das ist okay. aber einfach auch irgendwann so der Laufleistung okay. und der allgemeinen Nutzung geschuldet. Was hat er, ja, genau. Viel im ja, Winkel, ne? Der hat schon was. Ich habe ihn mit knappen 100 gekauft. Okay. Mussten dann ein Jahr Daily fahren, weil ich damals noch nicht so das Potenzial hatte, ein zweites Auto ja, zu kaufen. Okay. Und jetzt seit, ich glaube, den letzten 7.000 fahre ich nur noch hier oben eigentlich. Ja, nur noch okay. hier hoch und dann hier oben. Ja, alles klar. Lada ist ein K16, Borgwarner, ne? Genau, K04 ist das. K04, ah, okay. K04, ich hätte irgendwas. Ja, ist ja egal. Ja, mega geiles Ding. Also Schaltung auch mega präzise, ne? Ja, super. Der hat eine Schaltwegsverkürzung drin. Ah, okay. Normalerweise sitzt der mit der Stange hier unten drauf, ah, mit dem Koppelstück. Okay, weil das ist ein Stückchen schon. Hochgesetzt. Ja, okay. Also ein bisschen kürzer. Ich habe mich noch nicht ganz zu einem CAE... durchgerungen. Nee, noch nicht? Nee, noch ja, nicht. Ja, mein Gott. Also, voll die Lachs. Also ich finde so schon echt gut. Also sehr präzise, kurze ja. Schaltwege. Ja. Also es ist wenig rühren. Ja, also unbedingt CAE würde ich sagen, muss doch gar nicht. Ne? Kommt noch. Ah ja, ein schönes okay. Auto. Dann ist er noch ein bisschen kompletter. Aber ich finde die schon so richtig, richtig schön. Ja. Richtig schön, fährt gut, ey. Also, ah. So, alles klar. Ja. Das war ein guter Einstieg. Schön. Felix, vielen Dank, dass ich deinen super geilen Focus RS fahren durfte. Bitte gerne. Vielleicht auch für dich mal eine ganze Zeit Erfahrung auf ja, Spaß gemacht. Auch mal auf der anderen Seite zu sitzen, das von hier mal so ein bisschen zu ja. erleben. Cool. Ja, okay, wunderbar. Alles klar. Falls euch das beim Zusehen ein bisschen Spaß gemacht hat, dann, ach genau, und ihr vielleicht auch Lust habt oder euch vorstellen könnt, sowas auch mit uns zu drehen, dann schreibt uns per Instagram oder per Facebook. Und dann drehen wir sowas mit ein bisschen Glück auch mit euch. So, Felix, ich bedanke mich nochmal. Danke, jawohl. Dass du da warst. Klar, gerne. Viel Spaß damit auf der Nordschleife. Du gehst ja gleich noch ein bisschen fahren. Ne? Wir fahren jetzt gleich noch ein Stückchen. Alles klar, wunderbar. Dann lass ihn so schön heile, wie er ist. Machen wir. Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Jawohl. Und wir sehen uns auch demnächst. Macht's gut. Ciao. Ciao. Auf so einem kurzen Stück kannst du ja gar nicht alles bequatschen. Das ist du müsstest, total, du müsstest ne? normalerweise bestimmt eine Stunde ja, fahren, ja. bis du mal richtig quatschen kannst. Je nach umgebautem ja. Auto natürlich. Ja. Oh, es ging so schnell, ne? Ja. Ich muss auch erstmal wieder richtig reinkommen, ey.